Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Und heute, hatte ich ja gestern versprochen, zeige ich euch das Paradox Purpur Team. Hier seht ihr das schon mal auf den ersten Blick. Das Ganze mit 5 Paradox Pokémon diesmal und Britzigel für den Elektroerzeuger, das Elektrofeld. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal oben an mit Eisenfalter. Hier wichtig, Terra-Typ Pflanze, Energieball, macht gut Damage. Offensivweste drauf, weil sehr hohe Spezialverteidigung und extrem starkes Pokémon-Werte. Also 140 Spezialangriff, 110 Spezialverteidigung, 110 Init. Also es ist sehr, sehr krasses Pokémon. Als nächstes Eisenkrieger. Terra-Typ Stahl, sehr wichtig, weil ihr sehr, sehr viele Schwächen habt. Und Stahl, mit Stahl habt ihr sehr viele von diesen Schwächen gekontert. Mit Terra-Ausbruch habt ihr auch eine Stahlattacke. Eisenkrieger kann keine einzige Stahlattacke erlernen, deswegen auf jeden Fall Terra-Ausbruch. Und auch wenn ihr nicht Terra-Stahl macht, habt ihr mit Terra-Ausbruch eine relativ okaye Normalattacke, falls Ableitieb oder Aqua-Durchstoß nicht sehr effektiv trifft. Aqua-Durchstoß sehr stark gegen die ganzen Feuer, wahrscheinlich viele mit Karmesin, Paradox-Pokémon unterwegs, deswegen auf jeden Fall eine Wasserattacke drauf und Ableitieb, um sich zu heilen. Elektrosamen, da komme ich gleich noch drauf, wieso Elektrosamen, das könnte extrem spannend sein. Wenn ich euch gleich die Werte zeige, dann seht ihr, wieso Elektrosamen. Als nächstes Eisenbündel, hier war ich mir nicht so ganz sicher, was für ein Terra-Typ ich nehmen soll. Ich glaube, am meisten Sinn macht tatsächlich der Wassertyp. Mit kalte Dusche hat man zwar keine starke Wasserattacke, aber eine Attacke, womit man den Angriff von einem Pokémon direkt senken kann. Eisenbündel auch extrem schnell. Gefriertrockner, noch eine sehr effektive Attacke gegen Wasser-Pokémon. Eissturm kann den Init senken, weil das Team hier ist nicht sehr schnell, also ist nicht so schnell wie das Karmesin-Paradox-Team. Eisenbündel ist so das einzige Pokémon, was relativ schnell ist. Und mit Verhöhner kann man natürlich auch sowas wie ein Rückenwind-Pokémon countern, weil Eisenbündel halt echt extrem schnell ist, mit Quantenantrieb dann sogar nochmal schneller und sollte auch schneller sein als jeder Rückenwind-Setter. Oder auch Bizarro-Rupsetter, je nachdem. Als nächstes Eisenrad. Hier habe ich Terra-Typ Boden gelassen, um mit Erdbeben richtig schön Schaden zu ballern. Beulenhelm, weil er extrem viel deffert. Das ist so ein bisschen ähnlich wie gestern Riesenzahn. Bodypress, auch wegen der hohen Verteidigung sinnvoll. Abschlag, sowieso eine sinnvolle Attacke im Team zu haben, um Items von Gegner wegzuschlagen. Und Eisenwalze zerstört Felder. Das ist mega, mega nice, weil wenn ihr nur noch 2 Pokémon im Team habt, sagen wir mal, ihr habt als letztes noch Eisenrad und Eisenhand und das Feld ist noch aktiv, dann könnt ihr Eisenwalze drücken und das Feld ist weg. Das würde ich natürlich nicht machen am Anfang, weil das ganze Team ist darauf ausgelegt, dass ihr mit einem Elektrofeld einen Boost bekommt. Aber wenn ihr nur noch 2 Pokémon oder nur noch Eisenrad habt, dann habt ihr mit Eisenwalze eine extrem starke Stahlattacke. Und das auch noch Felder zerstört. Das würde also auch sowas wie Nebelfeld oder ein Psychofeld zerstören. Oder Grasfeld gibt es ja auch. Als nächstes, was auf jeden Fall natürlich rein muss, ist Eisenhand. Terra-Typ Kampf mit Ableitieb, um sich immer schön hochzuheilen. Überreste drauf und Mogelhieb drauf. Man könnte ihn auch anstatt Schwertanz mit Schutzschild spielen. Für Überreste könnte das Sinn machen. Der hält sich pro Runde mit 25 KP oder so. Der hat über 500 Kraftpunkte. Donnerschlag noch als Step Elektroattacke, was im Elektrofeld ja auch Sinn macht. Schwerttanz boostet nochmal den Angriff. Und ja, das haut einfach übertrieben rein mit der KP und mit dem hohen, hohen Angriff. 140 Base Attack hat das. Und Britzigel soll einfach der Elektroerzeuger sein, dass am Anfang das Elektrofeld da ist. Mit Fluch könnt ihr eure Def und euren Angriff auch nochmal hochboosten. Mit Genesung könnt ihr euch hochheilen. Stromstoß, extrem starke Elektroattacke. Wenn ihr einmal Fluch gedrückt habt, habt ihr auch über 400 Verteidigung. Also der kann auch gut was wegtanken. Ist relativ langsam, deswegen macht das auch nichts aus, dass Fluch eure Init senkt. Und mit Aqua-Durchstoß nochmal eine schöne Wasserattacke gegen eventuelle Terra-Feuer-Pokémon. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns mal die ganzen Werte an. Da fangen wir auch direkt wieder mit Eisenfalter an. Hatte ich ja gesagt, Terra-Typ Pflanze, Offensivweste. Und jetzt schaut euch die Spezialverteidigung an. 319 mit der Spezialweste geht das hoch auf 460. Das heißt, jeder Spezialangreifer, wie im Flatterhaar zum Beispiel, macht gar nichts gegen den. Dazu der 416 Spezialangriff. Ich hatte ja gesagt, der hat übel viel Spezialangriff.
Mit Quantenantrieb geht das hoch auf 600 und dann macht jede Attacke hier richtig Schaden. 90 Stärke, Feuerregen 80 Stärke, 50% Chance einen Spezialangriffsboost zu bekommen. Energieball 90 Stärke, Schlammwoge 95 Stärke und greift alle um euch herum an. Also extrem, extrem starkes Pokémon, das kann richtig, richtig reinhauen. Eisendraht, Terra-Typ Boden habe ich gelassen und Beulenhelm. Und jetzt schaut euch die Verteidigung an. 370 Verteidigung mit Quantenantrieb ist er weit, weit über 500 Verteidigung. Das heißt, ihr könnt mit Beulenhelm richtig, richtig schön lange physische Attacken tanken. Und dazu die Attacken hatte ich gesagt, Body Press, Abschlag, Erdbeben, Eisenwalze. Eisenwalze übrigens 130 Stärke, da braucht ihr auch keine AP Plus verschwenden, weil die könnt ihr meistens ein- oder zweimal höchstens einsetzen, weil die schlägt fehl, wenn kein Feld aktiv ist. Als nächstes Eisenkrieger, Terra-Typ Stahl, Elektrosamen. Elektrosamen macht, dass eure Verteidigung erhöht wird, wenn ein Elektrofeld aktiv ist. Und jetzt schaut euch die Verteidigung an. 306 Verteidigung, ich habe ein pfiffiges Wesen genommen, das geht dann hoch auf 450, der Angriff wird auch nochmal geboostet durch das Elektrofeld, dann habt ihr wieder einen richtig, richtig krassen physischen Attacker, ähnlich wie Eisenrad und dann habt ihr hier Schutzschild, Ableithieb, um euch selber hochzuheilen, Terrorausbruch, Aquadurchstoß, brauche ich nicht nochmal erzählen, sehr, sehr starkes Setup, wie ich finde. Eisenhand, Terra-Typ Kampf, auch wieder um mit Ableitieb, um sich hochzuheilen. Schwertanz könnt ihr euren Attack auch noch weiter boosten, der sowieso schon extrem hoch ist. Mogelhieb wichtig, die Idee ist immer am Anfang, ihn zu spielen mit Britzigel und am Anfang Mogelhieb rauszuhauen. Der könnte halt mit 600 Angriff schon 50 KP abziehen, könnte richtig stark sein. Und danach mit Schwertanz oder Ableitieb hochheilen bzw. stärken. Eisenbündel hatte ich ja eben schon gesagt, mit Terra-Typ Wasser könnt ihr kalte Dusche auch nochmal was stärker machen. Hat zwar nur 50 Stärke, aber sollte eigentlich stark genug sein, vor allen Dingen mit diesem hohen Spezialangriff. Hat nicht so viel Verteidigung, aber ist halt übel, übel schnell. 370. Man könnte auch ein Init-Wesen geben, um den Init-Wert noch weiter zu erhöhen. Da bräuchte ich mal erstmal ein paar Kämpfe, um zu sehen, was mehr Sinn macht. Ob der Angriff mehr Sinn macht oder die Init. Das kann ich euch dann später erzählen. Und Britzigel hatte ich ja gesagt, ist ein guter Tank. 72 Spezialverteidigung ist okay. 317 Verteidigung, wenn ihr einmal Fluch drückt, habt ihr da über 450. Angriff, wenn ihr einmal Fluch gedrückt habt, ist auch okay. Die Idee ist, ihn am Anfang zu setzen, direkt ein- oder sogar zweimal Fluch. Danach Genesung, je nachdem, was er abbekommen hat. Und dann Stromstoß oder Aquadurchstoß. Das ist eigentlich nur der Elektroerzeuger. Wichtig und lange überleben, ähnlich wie Kramurks, aber wenn ihr ein, zwei, dreimal Fluch rausgedrückt habt, dann kann der auch noch richtig, richtig böse gefährlich werden. Und ja, das ist das Team. Ich habe hier leider noch kein Footage. Ich werde heute ganz viel in die VGC gehen. Vielleicht fangen wir auch mit diesem Team hier an und schauen, was das Team so kann in der VGC. Ich bin extrem gespannt. Wenn ihr dabei sein wollt, gerne auf Twitch vorbeischauen. Ich würde mich natürlich sehr über ein Follow freuen. Und extrem über ein Like freuen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute.